das Recht am eigenen Bild, das nicht nur aus, also aus datenschutzrechtlicher Sicht jetzt also das eigene Bild als persönliches Datum geregelt ist, sondern tatsächlich ist es in Österreich im Urheberrechtsgesetz geregelt, dass Menschen quasi die Rechte an, Bildern von sich selbst haben. Also da ist sozusagen eine doppelte Verletzung möglich, wenn man das klassische Babyfoto auf Facebook und dann wird das Kind erwachsen und denkt, jemand ist die Mama irre, sowas von mir ins Internet zu stellen. Genau. Und das zweite Element, das meiner Meinung nach also ein bisschen an der Intersection von Datenschutz und Urheberrecht liegt, ist das Thema Briefschutz. Also Briefschutz heißt quasi, dieser Paragraph im österreichischen Urheberrechtsgesetz regelt aber auch Tagebücher und sonstige solche persönlichen Dokumente, die nämlich eben zwar im Urheberrechtsgesetz geregelt sind, die aber nicht nur im engeren Sinn quasi in Bezug auf Urheberschaft, also auf die intellektuelle Leistung, die dahinter steht, einen Brief oder ein Tagebuch zu schreiben, sie beziehen, sondern da geht es eben auch um den Schutz der personenbezogenen Informationen, die sich in solchen privaten Dokumenten befinden. Also das war sozusagen die Idee zur Überleitung und jetzt kommen wir so richtig in das Urheberrecht hinein. Die englische Betitelung dieses zweiten Blocks ist sozusagen gleich das erste Thema, über das wir reden müssen. Es heißt nämlich Intellectual Property Rights and Copyright in Austria, Europe and Beyond. Und da sind wir jetzt bei dem Übersetzungsproblem, das ich vorhin schon angesprochen habe. Urheberrecht ist ein ganz anderes Konzept als Copyright. Und warum und in welcher Form sich die beiden voneinander unterscheiden, das erkläre ich Ihnen dann gleich noch. So viel nur vorweg zur Begrifflichkeit jetzt vorab. Ich denke, dass das, was wir im deutschsprachigen Raum in der germanischen Rechtstradition, wie das tatsächlich heißt, als Urheberrecht bezeichnen, im französischen Raum vergleichbar droit d'auteur, ist tatsächlich, glaube ich, eher mit Intellectual Property Rights besser übersetzt als mit Copyright. Genau. Beim Urheberrecht fangen wir nicht mit dem Urheberrechtsgesetz an, sondern mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, weil es irgendwie ein bisschen pathetisch ist und schön und uns daran erinnert, dass auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte uns als kulturelle Wesen definiert. Die sagt in Artikel 27 erstens, jede und jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. So weit, so gut. Also wir alle dürfen die intellektuellen Erzeugnisse und künstlerischen Erzeugnisse von anderen wahrnehmen, genießen. So weit. Und dann kommt Punkt 2 dieses Artikel 27 und der sagt, dass wir außerdem, wir alle, das Recht haben auf den Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die uns als Urhebern und Urheberinnen von Werken der Wissenschaft, Literatur und Kunst erwachsen. Das heißt, die ganze schöne Offenheit ist wieder dahin. Wir als die intellektuell Schaffenden sind zwar geschützt, aber alle anderen müssen durch die Finger schauen, wenn wir das so entscheiden. Also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte definiert schon diese janusköpfige Position oder Situation, in der wir als Forschende sind, nämlich, dass wir also so quasi von der Profession her schon einerseits natürlich immer Urheberinnen und Urheber von intellektuellen Werken sind, wir aber, und denn so funktioniert ja die Forschung, wir bauen immer auf das auf, was die anderen schon gemacht haben, sonst gibt es ja keinen Fortschritt. Wir sind gleichzeitig auch immer die Benutzer und Benutzerinnen von Werken von anderen. Ja, das ist das ganze Problem, dass die Lizenzen, das ist jetzt schon Spoiler Alert, das kommt eigentlich erst später, aber dieses Problem lösen Lizenzen, sein Glück.
Es geht also immer darum, einen gerechten Ausgleich der Interessen von den Urhebern und Urheberinnen einerseits, die irgendwie natürlich auch Anspruch darauf haben, wenn sie intellektuelle Leistungen erbringen, dafür irgendwie was zu bekommen. Also dieses Interesse muss einfach in einem ausgewogenen Verhältnis zum Interesse der Allgemeinheit, der Wissensgesellschaft, wie das in einem schönen deutschen Gesetz, über das wir nachher noch reden werden, auch heißt, geschaffen werden. So, und natürlich auch zu bedenken, die Wissenschaft ist frei, das heißt, die Wissenschaft ist auch frei, irgendwie auf die intellektuellen Erzeugnisse anderer irgendwie aufzubauen und aufzusetzen. Also all das gilt es zu beachten. So, jetzt also zurück zu den Begrifflichkeitsproblemen, nämlich zum Copyright und zum Urheberrecht. Das wollte ich übrigens an dieser Stelle erwähnen. Ich jetzt, also ich habe das, diese Folien sind, wie Sie vielleicht gesehen haben, gegendert. Das Recht ist nicht gegendert. Also wir alle Damen im Raum, wir sind quasi vogelfrei und von all diesen Regelungen ausgenommen. Uns betrifft es nicht. Also das Gesetz ist nicht gegendert. Wir haben es hier nachgegendert mit einer Ausnahme, nämlich Urheberrecht habe ich nicht immer in Urheberinnenrecht gegendert, weil nun mal dieses Gesetz Urheberrecht heißt. Gut, das nur zu einem anderen Begrifflichkeitssystem. So, jetzt wieder zurück zu den Rechtssystemen. Zwei wesentliche für uns relevante Rechtssysteme gibt es auf der Welt, nämlich die Common Law und die Civil Law Systeme. Common Law Systeme sind fallbasiert. Das ist vor allem im anglosächsischen Raum das Rechtssystem, in dem man sich dort befindet, also in den USA, in Großbritannien, nämlich auch, also nicht in der ganzen EU kann man sich, oder momentan zumindest noch, darauf verlassen, dass man sich in einem Civil Law System befindet. Was ist das Wesentliche? Dort basiert der rechtliche Rahmen vor allem auf Fallentscheidungen des Gerichts, deswegen Case Law. Das ist in Civil Law Systemen anders, dort ist der Rechtstext das vor allem entscheidende Merkmal. Und wie wir alle wissen über den bösen kapitalistischen Westen, dort stehen kommerzielle Interessen irgendwie, also das ist jetzt natürlich ein kulturelles Stereotyp, aber es lässt sich hier ganz gut heranziehen, um den Unterschied zu erklären. Also im kapitalistischen Westen ist das Copyright und eben das Copyright ein Copyright und eben kein Urheberrecht und regelt vor allem mal, wer in welcher Form und warum das Recht hat, etwas, ein intellektuelles Erzeugnis zu kopieren. Also da geht es um die Vervielfältigung, um die Verwertung von intellektuellen Erzeugnissen. Dafür, um das sozusagen ein bisschen auszugleichen, dass nicht die Autorinnen und Autoren das alleinige Recht und die alleinige Möglichkeit haben, irgendwie auf ihre Werke zuzugreifen, gibt es dort auch das Konzept von Fair Use, also Fair Use als quasi gerechtfertigte, die kommerziellen Interessen des ursprünglichen Urhebers oder der Urheberin nicht verletzende Nutzung von intellektuellen Erzeugnissen, für die keine Bewilligung eingeholt werden muss. Dieses Konzept gibt es in den Civil Law Systemen nicht. Civil Law Systeme herrschen vor allem, also für uns jetzt relevant in Kontinentaleuropa vor, in der germanischen Tradition, ich sage das so gern. Auch Österreich gehört zur germanischen Rechtstradition, aber auch das französische System ist dem sehr verwandt, das habe ich schon erwähnt, eben mit dem das Urheberrecht, das wir in allen deutschsprachigen Ländern haben, ist dem droit d'auteur sehr vergleichbar. Was wir in unserem Rechtssystem, in dem wir uns befinden, viel stärker in den Fokus stellen, als das im anglosächsischen Raum der Fall ist, ist das Persönlichkeitsrecht von Urhebern und Urheberinnen. Also wir haben auch dieses Element mit den Verwertungsrechten, die natürlich auch im Wesentlichen bei den Schöpfern und Schöpferinnen liegen, aber bei uns sind eben die Persönlichkeitsrechte
wesentlich wichtiger als im anglosächsischen Raum, und ich erkläre das gern damit mit einem weiteren Stereotyp. Also in der Chemienation, wo Goethe herkam, ist natürlich irgendwie die Schöpferperson eine wesentlich wichtigere als im anglosächsischen Raum. So. Diese Persönlichkeitsrechte, und auch das ist ganz wichtig, also Copyright kann man komplett hergeben. Wir können unser Urheberrecht nicht komplett hergeben. Wir können alle unsere Verwertungsrechte zu Geld machen oder verschenken oder was wir damit tun möchten. Was wir nicht aufgeben können, sind unsere Persönlichkeitsrechte als Urheber und Urheberinnen. Dazu kommen wir noch. Wie gesagt, es ist ein Urheberrecht, Urheberinnenrecht, ein Recht, das die schaffende Person in den Mittelpunkt stellt und nicht das Recht zur Vervielfältigung und zur Verwertung. Dafür gibt es bei uns, auch das schon erwähnt, keinen Fair Use, sondern es gibt schon freie Werknutzungen, die das Gesetz vorsieht, die sind aber sehr eng definiert und zu denen kommen wir dann noch. Ich schaue auf die Uhr, es ist fast halb, ein bisschen machen wir noch weiter und dann pausieren wir dann kurz mit Kaffee. Gut, internationaler Rahmen, the big picture, deswegen, weil der europäische, kleinere internationale Rahmen dann am Ende noch kommt. Ein paar wesentliche internationale Harmonisierungsversuche hat es gegeben. Warum ist das relevant im Urheberrecht? Weil das Urheberrecht ein nationales Recht ist und an das Territorialitätsprinzip geknüpft ist. Das heißt, Urheberrecht endet an Landesgrenzen, grundsätzlich mal. Also wenn Sie in Österreich schaffen und dann auch hier veröffentlichen, dann wäre das jetzt rein grundsätzlich einem deutschen Verlag, der beschließt, Ihr Werk einfach zu drucken, grundsätzlich mal wurscht. Weil Urheberrecht, das ist eben so beim Recht, das Recht ist eine nationale Angelegenheit. Das heißt, es gilt genau bis zu den Grenzen eines Landes. Das ist im Urheberrecht natürlich irgendwie problematisch, hat man doch recht früh festgestellt. Und deswegen ist 1886 das erste internationale Übereinkommen über Urheberrecht zwischen Staaten getroffen worden, nämlich die Berner Übereinkunft, die in Paris 1971 das letzte Mal abgedatet wurde. Es gibt auch darüber hinaus dann das TRIPS Agreement, das ist 1994 beschlossen worden, auch im Kontext der World Intellectual Property Organization. Da geht es um handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums, und dann gibt es noch das WIPO Agreement, also wieder von der World Intellectual Property Organization von 1996, wo sozusagen das erste Mal auch ein bisschen drüber nachgedacht wurde, wie denn das jetzt mit diesen Internet zur Verfügungstellungsdingen sein könnte und mit diesem ganzen digitalen Dings, was 1996 noch relativ neu war. Genau, so viel zum wesentlichen internationalen Rahmen, nur damit Sie das mal gehört haben. So, bevor wir jetzt in die einzelnen Begriffe gehen, können wir eine Abstimmung machen, Kaffee oder weiterreden und Pause erst nach dem Urheberrecht? Es dauert noch ein bisschen. Wer ist für Kaffee? Ah, wir sind in der Minderheit. Gut, dann wird es ein bisschen schneller gehen. Das ist gut. Die gemeinsamen Prinzipien, die wesentlichen, in Civil Law Systemen. Also die Grunddinge, die uns interessieren müssen. Also was ist ein Werk, was ist ein Urheber oder eine Urheberin, wie lange dauert der ganze Spaß und wo gilt das Ganze? Das habe ich schon gesagt, das Territorialitätsprinzip, furchtbares Wort, greift, das heißt, Recht endet an Landesgrenzen. Was ist ein Werk? Ein Werk ist, wir kommen dann zum Werkbegriff gleich nochmal im Detail, aber ein Werk zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass es dass es originell ist, also dass es eine geistige Anstrengung erfordert, geschaffen zu werden. Und ein Werk, das ist auch wichtig, ist als Ganzes geschützt, aber auch Teile davon. Also wenn Sie jetzt ein Comic haben, dann ist auch die einzelne Zeichnung geschützt. Wer ist ein Urheber oder eine Urheberin? Ein Urheber ist der ein Werk geschaffen hat. Und das ist ganz wichtig, wieder eben im Kontext mit dem Vergleich mit dem anglosächsischen Raum. Das ist jetzt das Persönlichkeitsrecht.
Wir können nicht entscheiden, nicht Urheber oder Urheberin zu sein. Es ist ein faktisches Recht. Wenn ich etwas schaffe, bin ich Urheberin desselben. Da kann ich machen, was ich will. Ganz wichtiger Punkt. Und auch das wichtig, Urheberschaft, weil das eben so ist, erfordert keine Registrierung. Ich muss nirgends melden, dass ich die Urheberin von etwas bin, sondern ich bin es einfach. Und die Rechte, die damit verbunden sind, erwachsen mir automatisch. Das ist mittlerweile auch im anglosächsischen Raum so, es war dort nicht immer so. Also dort war es tatsächlich eine Zeit lang so, dass man Urheberschaft registrieren musste oder Copyright registrieren musste, um Anspruch zu haben. Wie lange dauert der Spaß für reguläre veröffentlichte mir zuordnbare Dinge 70 Jahre, nachdem ich sterbe, und zwar ab 1.1. des Folgejahres, was wir Akademie interner, was die in der Akademie befindlichen Leute vielleicht sich erinnern können, ist, dass die Fackel Online, also die Zeitschrift von Karl Kraus, am 1.1., ich glaube 2007 war das, online ging. Das ist eben genau aus diesem Grund, dass das Urheberrecht nicht mit dem Sterbedatum abläuft nach 70 Jahren, sondern am 1.1. des Folgejahres. Beziehungsweise wenn es sich um ein anonymes Werk handelt, dann gilt diese 70-Jahres-Frist 70 Jahre nach Erscheinen. Genauso bei pseudonymisierten Werken und verwaisten Werken. Genau. Der Werksbegriff. Dazu im Detail. Was sagt das österreichische Urheberrecht, also dass ein Werk ist? Also Werke sind eigentümliche geistige Schöpfungen. Was das bedeutet, sage ich Ihnen gleich noch. Der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst. Also Und alles, was dem irgendwie verwandt ist. Also, falls Sie es nicht wussten, Computerprogramme gelten im österreichischen Recht auf jeden Fall als Literatur, sind also Werke im Sinne dieses Gesetzes. Und ist eben als Ganzes und in seinen Teilen geschützt. Das heißt, Sie können nicht einfach die Hälfte des Codes von dem anderen kopieren und dann sagen, das war meins. So, was ist eine eigentümliche geistige Schöpfung? Also eigentümlich heißt, das Ganze ist ein individuelles Erzeugnis. Also wenn es ich schreibe, dann wird es anders ausschauen, als würde es der Walter schreiben. Es ist die Frage, ob das bei diesen Folien, deswegen stehen wir beide als Urheber und Urheberin drauf, wirklich der Fall wäre. Geistig heißt, das Ganze muss ein Gedankenprodukt sein, also das ist, es darf kein Zufallsergebnis sein. Klassisches Beispiel, wenn ich meine Kamera auf den Boden fallen lasse und sie löst zufällig aus und es entsteht dabei ein Foto, dann ist das kein Gedankenprodukt meinerseits. Ich habe mich da nicht gedanklich involviert, damit dieses Bild entsteht. Das heißt, es ist kein Werk. Wenn ich aber beschlossen habe, mich würde interessieren, wenn ich die Kamera fallen lasse und das auslöst, was da für ein Bild rauskommt und ich lasse sie absichtlich fallen, dann wäre es ein Werk. Der Gedanke selbst, das ist der nächste Punkt, ist aber noch nicht geschützt. Also die Idee, eine Kamera auf den Boden zu werfen, so schlau oder wenig schlau sie sein mag, ist an sich jetzt noch nicht urheberrechtlich geschützt, sondern die Formwerdung dieser Idee. Also das Foto muss schon tatsächlich rauskommen, dafür, dass mir ein Werkschutz entsteht. Wenn jetzt die Kamera leider nur kaputt geht und nicht ausgelöst hat, dann habe ich leider gar keinen Schutz an dieser phänomenal tollen Idee, denn das Werk muss sich in irgendeiner physischen Form manifestieren. Das gilt allerdings, also eine physische Form wäre auch der Vortrag. Also auch das, es muss irgendwo ausgedrückt werden, das heißt, es muss keine stabile, konstante physische Form sein. Genau. Das bedeutet ultimativ dann auch, dass nicht jedes Werk ein Kunstwerk ist und nicht jedes Kunstwerk ein Werk. Ein schönes Beispiel, und das ist Walters Beispiel, und mir gefällt es auch sehr gut. Ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt 433 von John Cage? Kennt das jemand? Genau, so lang dauert die Stille, die John Cage zum Werk erklärt hat und mit 433 betitelt hat. Wenn jetzt ein Werk als Ganzes in seinen Teilen geschützt ist, dann wäre jede Schweigepause eine Urheberrechtsverletzung an John Cage. Das geht natürlich nicht. Das heißt, das Werk muss sich tatsächlich auch physisch in irgendeiner Form ausdrücken, damit es geschützt werden kann. Gut, was ist mit Datenbanken?
die uns als Geisteswissenschaftler natürlich, als digitale Geisteswissenschaftler zunehmend interessieren müssen. Datenbanken sind Sammelwerke, also fallen unter den Punkt Sammelwerke und Datenbankwerke. Sie haben übrigens jetzt auf den folgenden Folien zum Vergleich auch immer so ein bisschen das deutsche und das Schweizer Urheberrecht mit reingemischt, weil sie nämlich manches Mal ganz interessante Unterscheidungen treffen. Ich werde nicht immer darauf eingehen, aber hier fängt das schon an, deswegen sage ich es Ihnen jetzt. Eine Datenbank oder ein Sammelwerk ist dann geschützt, wenn quasi, wenn dieses als persönliche geistige Schöpfung irgendwie zu qualifizieren ist. Also das heißt, die Struktur der Datenbank, also wenn die irgendwie originell ist und irgendwie vorher in der Form noch nicht da war, dann ist meine Datenbank tatsächlich im Sinne, also als Werk geschützt. Und dasselbe gilt bei Sammelwerken, also wenn Sie jetzt an den klassischen zusammengestellten Sammelband zum Thema Gemälde von historischen Menschen an den Wänden der Akademie veröffentlichen, dann sind Sie als Herausgeberin dieses Bandes tatsächlich auch für die Zusammenstellung der darin befindlichen Aufsätze und Abbildungen und deren Abfolge und irgendwie diese Gesamtkomposition haben Sie also ein Werk geschaffen und sind als Herausgeber, Herausgeberin auch geschützt. Nun gibt es aber bei Datenbanken auch sehr oft den Fall, dass man eigentlich auf eine vorgefertigte Struktur zurückgreift, dass man da überhaupt keine intellektuelle Leistung bei der Struktur der Datenbank selbst beiträgt, dass man aber über Jahre oder über Jahrzehnte zum Beispiel als Institution irgendwie Leute anstellt und die dafür bezahlt, dass die in diese Datenbank immer mehr Daten reingeben und dann hat man diesen riesigen Datensatz und hat aber an dieser originären Struktur überhaupt keinen Schutz. Was ist dann? Was ist mit so einer Datenbank? Auch diese ist geschützt und das ist jetzt wesentlich Urheberrecht, ergeht nur für natürliche Personen, aber das verwandte Schutzrecht, das sui generis Datenbankrecht, das eine so große Zusammenstellung, Sammlung an Daten auch schützt, das kann auch von einer Institution, also von einer juristischen Person besessen werden. Das heißt, wenn die ÖAW über Jahre immer wieder Leute einstellt, um eine Datenbank immer weiter zu erweitern und zu vergrößern, dann kann die ÖAW tatsächlich daran die Rechte besitzen, während sie an der Datenbankstruktur nie die Rechte besitzen kann, das kann nur ich als Person. So eine Datenbank ist also dann geschützt, wenn ihre Erstellung eine wesentliche Investition erfordert. Was das ist, darüber könnte man dann vielleicht streiten im Detail. Genau, das gilt allerdings nicht für 70 Jahre, sondern nur für 15. Gut. Das waren die Institutionen. Was für Rechte haben jetzt die Urheber und die Urheberinnen? Das Recht an den Datenbanken habe ich Ihnen schon erklärt. Darüber hinaus haben laut dem Gesetz Urheber und Urheberinnen grundsätzlich mal das alleinige Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht sowie auch das alleinige Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Das heißt, sie entscheiden, ob ihr Buch gedruckt wird, von wem es gedruckt wird, wie viel davon gedruckt werden, ob es und in welcher Form es dann verkauft wird, all diese Rechte gehören Ihnen. Sie haben außerdem das alleinige Ausstellungs-, Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht. Das heißt, Sie schreiben ein Theaterstück und Sie alleine entscheiden grundsätzlich mal, ob das gespielt werden darf oder nicht. Das ist der Thomas-Bernhard-Paragraph in diesem Recht, falls sich jemand erinnert. Ja. Gut, außerdem das alleinige Recht, das alleinige Senderecht, Recht der Wiedergabe durch Ton- oder Bildträger, Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung. Auch das besitzen grundsätzlich mal die Urheber und Urheberinnen. Das ist natürlich eins, das in der Praxis eher erst dann relevant wird, wenn es zu veräußern ist, weil man meistens als Urheberin nicht unmittelbar ein ganzes Sendeunternehmen zur Verfügung hat, um was jetzt zu senden. Außerdem, und das sind jetzt die höchstpersönlichen Rechte, die eben nicht veräußerbar sind, als Urheber und Urheberin haben wir das Recht zu entscheiden, ob und in welcher Form ein Werk bearbeitet oder umgestaltet werden darf. Also das Werk ist an sich geschützt und darf nicht verunstaltet werden, zumindest nicht gegen unseren Willen.
Das Werk genießt außerdem Titelschutz. Also der Titel eines Werkes ist außerdem geschützt und auch dieser Schutz, den besitzen wir als Urheber und Urheberinnen immer nur höchstpersönlich. Und dann haben wir das Recht auf Anerkennung unserer Urheberschaft und unserer Urheberinnenschaft. Auch das ist nicht veräußerbar. Das heißt, wir können niemals jemand anderem die Urheberschaft geben. Das ist, weil es ein faktisches Recht ist, wie vorher schon erklärt. Und das heißt aber auch, das ist vielleicht ganz interessant, dass wir, wenn wir etwas jetzt sagen wir nicht wahnsinnig Spannendes urheben, sei es irgendwie irgendein Ankündigungstext für die ÖRW-Website, sagen wir. Tatsächlich ist es so, dass wir unsere Urheberschaft auch nicht einer Institution übertragen können. Also die ganz streng genommen im urheberrechtlichen Sinn müsste die ÖRW bei jedem viezi-kleinen Veranstaltungstext, den wir ans Eventmanagement schicken, irgendwie dann unseren Namen als Urheber und Urheberinnen unten drunter schreiben. Es ist in der Praxis natürlich, also vor allem im Internet sind solche Dinge eben in der Praxis teilweise, also das ist natürlich sinnlos, also das macht ja kein Mensch und wozu auch. Aber ja, grundsätzlich haben wir das Recht, dass unsere Urheberschaft anerkannt wird und weil eine Institution keine Urheberschaft haben kann, kann man eigentlich die ÖRW nie, also wenn man jetzt die ÖRW-Webseite zitieren würde, dann müsste man eigentlich lang nachrecherchieren, wer denn diesen Text eigentlich verfasst hat, weil die ÖRW kann keine Urheberin sein. Gut, was ist jetzt mit diesen ganzen geschützten Werken? Also alle die Werke sind geschützt, niemand darf nichts damit tun, was dürfen wir denn tun? Wann dürfen wir sie denn überhaupt nutzen? Wir dürfen sie dann nutzen, wenn uns die Nutzungsrechte erteilt wurden von der Urheberin, dem Urheber. Das kann in klassischen Fällen, das kann mit Verträgen passieren, also üblicherweise wird das mit Verlagverträgen sein, oder wir können dieses Recht als Urheber und Urheberinnen eben auch im Allgemeinen erteilen, nämlich mit Lizenzen. Das ist doch sehr praktisch, deswegen reden wir später noch sehr viel mehr über Lizenzen. Genau, wir dürfen außerdem ein paar freie Werknutzungen machen, zu denen wir dann noch kommen. Und wir dürfen natürlich dann wieder alles machen, wenn diese leidlichen 70 Jahre endlich vorbei sind. Also Gemeinfreiheit, sobald Gemeinfreiheit eintritt. Gut, also welche freien Werknutzungen stehen uns zur Verfügung, was dürfen wir? Wir dürfen flüchtig vervielfältigen, also das ist auch im digitalen Kontext eben vor allem interessant für die Funktion, also für die Funktionsformen des Internets, also dass sowas wie Streaming und Caching ist erlaubt. Wir dürfen zum eigenen Gebrauch, und hier haben wir wieder, das haben wir vorhin schon gehört, den eigenen und den persönlichen Gebrauch, beides sind urheberrechtliche Ausnahmen, also freie Werknutzungen, die uns erlaubt sind. Der eigene Gebrauch ist wirklich nur meiner, der private Gebrauch ist der, wo ich eben auch meine Freunde und meine Verwandten irgendwie an meinen Kopien von urheberrechtlich geschütztem Material teilhaben lasse. Hier geht es vor allem, es geht nicht darum, ob ich jetzt 3 oder 5 Verwandte teilhaben lasse, es geht darum, dass die persönliche Beziehung zwischen mir und diesen Leuten tatsächlich bestehen muss. Wenn ich eine sehr große Familie habe, dann darf ich auch mit 100 Menschen teilen, solange ich mit denen wirklich verwandt bin und sie dann vielleicht auch kenne. Also der bloße genetische Nachweis wäre wahrscheinlich noch nicht genug. Ich darf für meinen eigenen, also den Gebrauch im Schulunterricht, also in der Schule und im Unterricht, darf ich für meinen eigenen Gebrauch auch Vervielfältigungen machen. Und ich darf auch für Unterricht und Lehre zur Verfügung stellen, öffentlich, aber wirklich nur denen, die da unterrichtet und gelehrt werden. Und ich darf zitieren. Gut, die wesentlichen anderen Ausnahmen im Urheberrecht, die für uns auch noch interessant sind, Sie haben es hier zum Vergleich von 3 Ländern, ich erzähle Ihnen es nur im Wesentlichen über Österreich, also wir haben tatsächlich in § 37a das Zweitverwertungsrecht. Wie genau das Zweitverwertungsrecht aussieht, das uns erlaubt, unsere eigenen Werke nach Ablauf eines Jahres überall ins Internet zu stellen, wann und wie wir das dürfen, das erkläre ich Ihnen dann noch. Wir dürfen eben auch für Unterricht und Lehre öffentlich zur Verfügung stellen.
Wir dürfen allerdings, wir haben keine separate Forschungsausnahme. Also es gibt keine Sonderregelungen, was wir in der Forschung mehr dürfen als jemand, der jetzt nicht in der Forschung tätig ist. Also das Recht zu zitieren haben alle auf die gleiche Weise. Gut, wie ist das mit der Zweitverwertung? Es ist also, wir haben dieselben Rechte wie Deutsche, und zwar, dass wir nach Ablauf von 12 Monaten die akzeptierte Manuskriptversion öffentlich zur Verfügung stellen dürfen, sofern dies keinem gewerblichen Zweck dient, sofern dieses Werk, das wir da öffentlich zur Verfügung stellen, erschienen ist in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung. Soweit so gleich mit Deutschland. Der Unterschied ist, wer denn das eigentlich darf. In Österreich dürfen wir das dann, wenn wir Angehörige des wissenschaftlichen Personals sind von einer Institution, die mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln finanziert ist. Also von einer Forschungseinrichtung, muss eine Forschungseinrichtung sein. In Deutschland dagegen muss nur die Forschungstätigkeit der Person im Rahmen eines mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten Kontext stattgefunden haben. Also da geht es nicht um die Institution per se, sondern wie die Person selber finanziert ist. Ja, wesentlich ist, glaube ich, also das betrifft uns grundsätzlich wahrscheinlich also schon diese Ausnahme. Wesentlich ist eben diese sehr spezifische Definition, dass das nur dann geht, wenn der Beitrag ursprünglich in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung drin war. Also wenn es jetzt ein Sammelband in einer Reihe ist, wo nur einmal im Jahr ein Band rauskommt, dann gilt es nicht, sondern es ist im Wesentlichen für Journals gemeint. Nur mein eigenes, genau. Genau, das ist wichtig. Also das darf ich als Urheberin mit meinem Werk tun. Die Texte von allen anderen sind deren Angelegenheit. Wobei natürlich die Tendenzen in der Forschungsförderung zum Thema Open Access in eine andere Richtung gehen. Das muss man auch mal ganz klar sehen, wenn man aus Wissenschaftsperspektive guckt. Ja, das ist richtig. Wobei, da muss man sagen, also da geht es ja schon um das grundsätzliche Fördersystem und wie Publikationen schon grundsätzlich zur Verfügung zu stellen sind und nicht darum, was mit ihnen zu passieren hat, wenn sie denn in einer geschlossenen Publikation veröffentlicht wurden. Also der FEF hat ja keine Meinungen dazu, wie das Urheberrecht Urhebern und Urheberinnen erlauben soll, etwas zweit zu veröffentlichen, sondern der hat Meinungen dazu, in welcher Form etwas erst veröffentlicht werden muss. Genau. Ich meine, das ist, genau, aber es ist, also das ist sozusagen, das ist eine politische, keine im engeren Sinne rechtliche Frage. Ja, wirkt sich sozusagen darauf aus, ich bleibe zwar Urheberrechtsinhaber, aber sozusagen, es gibt sozusagen im Rahmen einer Förderung ja, schon klare Vorstellungen davon, wie publiziert wird. Und das ist ja, im Hinblick auf Verwertung und auf kommerzielle Verwertung natürlich auch relevant. Richtig. Gut, wenn jetzt also etwas, also kommerziell ist eben sowieso das, mit dem Kommerziellen ist so eine Sache, das liegt immer im Ermessen, also im Bereich des Ermessens des Urhebers oder der Urheberin, ob der jetzt wirklich frei entschieden hat oder nicht, oder eben zu gewissen Entscheidungen von Förderungspolitiken auch gezwungen wird. In jedem Fall ist es so, dass, zum Thema zurückzugehen, dass in der Lehre geschützte, vielleicht auch kommerziell verwertete Werke vervielfältigt werden dürfen. Und das habe ich vorhin ja auch schon kurz erwähnt. Also gegeben sein muss, dass diese Vervielfältigung oder Präsentation von geschützten Werken tatsächlich der Veranschaulichung von Dingen dient. Dann ist es erlaubt und dann darf man es auch zur Verfügung stellen. Allerdings muss man da sehr aufpassen, also nur zu nicht kommerziellen Zwecken. Das heißt, wenn ich jetzt einen Aufsatz für alle meine Studierenden kopiere und denen diese Kopien dann in der Stunde austeile, dann muss ich mit dem Einheben von Kopiergeld schon sehr aufpassen. Also da sollte ich mir ganz genau ausrechnen, was mir der Copyshop verrechnet hat. Wir genau. Haben aber Volksschulen, die zahlen AKN pauschaliert. Ja, also ja, sozusagen das, die Ausnahmen, die schon
Tatsächlich zahlen auch die Universitäten an die Verwertungsgesellschaften etwas, das, damit wir 42G verwenden dürfen. Es ist nur ausgelagert sozusagen auf die Institutionen und nicht auf den Einzelnen oder die einzelne Lehrende. Ja. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, oder ich verwende in meiner Lehre zum Beispiel Moodle, ja, klar, das ist an der Universität Graz so vorgeschrieben. Der Umstand, dass ich es verwende, ist sozusagen schön für die Studierenden, die dürfen das dann auch nutzen. Ich darf es auch nutzen unter diesen Paragraphen. Aber die Uni Graz zahlt sozusagen zum Beispiel an die Litera Mechana eine bestimmte Pauschale dafür, dass ihre Lehrenden das tun. Ja, also das sind aber Rahmenverträge, wobei es kann sogar sein, dass das direkt über das Ministerium abgewickelt wird und nicht über die Universitäten tatsächlich. Aber sozusagen diese Verpflichtung ist nicht auf die einzelnen Lehrenden ausgelagert. Das gilt übrigens für alle Kleinwerte. Genau. Die übliche Lehrenden. Genau. Ein Terminus, der wahrscheinlich nur sozusagen allen Ü30 vielleicht noch was sagt, ist die Lehrkassettenvergütung. Haben Sie sicher schon mal gehört. Das ist nämlich genau das. Auch wenn Sie heutzutage, also Lehrkassetten wird kaum mehr verkaufen, nehme ich mal an, aber wenn Sie sich einen USB-Stick kaufen oder ein Handy, also irgendwas mit Speicherplatz, dann ist ein Teil des Kaufpreises, den Sie da abführen, effektiv die Lehrkassettenvergütung. Also Sie zahlen dafür, dass Sie Dinge speichern dürfen. Dann, glaube ich, auch durch die Medien gegangen, genau. Als Festplattensteuer. Festplattensteuer, ne? Genau. Und in der Theorie könnten Sie tatsächlich, wenn Sie nachweisen können, dass Sie auf Ihrem USB-Stick ausschließlich Ihre eigenen Werke abspeichern, zum Beispiel, das wieder zurückfordern. Es gibt auch Leute, die das tun, und zwar einfach aus Prinzip. Ja? Die Frage, ob das die Zeit wert ist, aber das geht schon. Aber das Prinzip ist so arg, ja, weil es definitiv eine Präventivstrafe ist, bis zum Beweis des Gegenteils. Und dann sagen wir für jedes Messer im Vorhinein auch, ich könnte ein Delikt damit begehen. Ja, es ist im Prinzip ein bisschen die gleiche Argumentation wie für die Gießgebühren. Ja. Genau. Völlig wurscht, ob wir einen Fernseher haben, hauptsächlich. Also wurde so übrigens dokumentiert vom vorherigen Justizminister, dass die Lehrkassettenvergütung der Gießabgabe entspricht. Argumentation, ja. Gut, also es ist politisch, es ist himmelschreiend, rechtlich. Dagegen ist es vielfach einfacher. Wie ist es mit den geschützten Werken in der Forschung? Dürfen wir sie erforschen? Wie dürfen wir sie kopieren, wenn wir sie erforschen? In Deutschland ist das mit dem Forschungsgesellschaftsgesetz, also Forschung in der Wissensgesellschaftsgesetz, also ein klingender Titel. Dort wurden bestimmte Dinge, wie nämlich in der Forschung urheberrechtlich geschütztes Material verwendet werden, durch sehr klar geregelt mit wunderbaren Zahlen. Also zum Zweck der nicht kommerziellen wissenschaftlichen Forschung dürfen bis zu 15% eines Werkes vervielfältigt werden, bis zu 15%. Tatsächlich dann auch einem abgegrenzten Kreis von Personen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, im Team darf man auch seine Kopien miteinander teilen. Wenn quasi was aus einem größeren Kontext kommt, also wenn es jetzt zum Beispiel eine Abbildung oder ein Aufsatz aus einer Fachzeitschrift ist, dann darf ich auch das Ganze entnehmen. Und wenn ich verspreche und wirklich nur ganz alleine an dem Material arbeite, dann darf ich sogar bis zu 75% eines Werkes, also Sie dürfen bis zu 75% eines Buches kopieren, ohne sich den Kopf zu brechen in Deutschland, solange Sie die Kopie niemandem zeigen. Genau. Ja, in Österreich gibt es diese sehr festlegenden Zahlen natürlich nicht. Wir dürfen zum eigenen Gebrauch und wirklich nur für unseren eigenen Gebrauch Vervielfältigungsstücke machen. Das ist auch was Text- und Data-Mining zumindest aktuell noch verunmöglicht in Österreich. Und da sind wir schon beim Text- und Data-Mining. Dieses Gesetz mit dem fürchterlichen Namen in Deutschland erlaubt Text- und Data-Mining, und zwar in § 60d.
Dort steht, dass man das Ursprungsmaterial auch automatisiert und systematisch vervielfältigen darf und daraus insbesondere durch Normalisierung, Strukturierung und Kategorisierung ein auszuwertendes Korpus erstellen darf. Also, das heißt, man darf Text- und Data Mining betreiben. Man darf dieses Korpus dann sogar einem bestimmten abgegrenzten Kreis von Personen, also einem Team, das ist wichtig, das kommt später nochmal, zur Verfügung stellen für die gemeinsame wissenschaftliche Forschung. Und dann immer auch Dritten zur Überprüfung der Qualität. Nur nicht zu kommerziellen Zwecken. Ja? Entschuldigung, aber geht es wieder nur darum, um meine eigenen Werke? Ich meine, nein, um die Werke von allen anderen. Okay. Also Text- und Data Mining tatsächlich, also ich kann mir quasi aus dem Internet ein Korpus zusammenstellen, wie es mir taugt, und daran dann arbeiten. Das ist in Deutschland erlaubt, in Österreich nicht. Und auch in der vorhergehenden Slide haben das schon die letzten Werke verarbeitet. Ja, genau. Ja, mit meinen eigenen Werken, da kann sich jeder am Kopf stellen, das sind die Rechte mein, zum Glück. Genau, Text- und Data Mining in Deutschland, also das ist tatsächlich extrem innovativ, was die da gemacht haben. Wir haben das nicht, wir kriegen es aber vielleicht noch, oder wir kriegen es sogar bestimmt noch, aber dazu später. Was genau darf man in Deutschland weiterhin dann mit diesem wunderbaren Text- und Data Mining Korpus? Man muss es löschen und die Zugänglichmachung beenden, wenn die Forschung abgeschlossen ist, aber man darf schon an eine geeignete Einrichtung, also an ein Archiv und bei Datensammlungen wären es Datenzentren oder Repositories, man darf tatsächlich das Korpus dort auch ablegen und aufbewahren. Wie es dann ist mit der Wiedernutzung, Weiternutzung, das ist dann nochmal eine andere Sache, aber man darf es zumindest archivieren, das ist sehr viel mehr, als man überall sonst darf. Darauf kommen wir dann nochmal zurück. Und die Verwandtenschutzrechte, das machen wir ganz schnell, also im Wesentlichen nicht nur wir, die quasi in unserem Kämmerlein gesessen sind und was geschrieben haben, haben Rechte, sondern auch alle, die dann irgendwas damit machen. Also Schauspieler und Schauspielerinnen, Radiosprecherinnen, sämtliche aufführenden Künstler und Künstlerinnen, Orchester, Musiker, alle haben auch an ihrer Interpretation natürlich Schutzrechte. Die Hersteller von Tonträgern und Sendeunternehmen genießen eben an dem, was sie tun, genauso Schutz, kürzeren Schutz. Nachrichten und Presseverleger und Presseverlegerinnen sind ebenso geschützt. Jetzt noch ganz schnell, weil das ist wichtig. Das Urheberrecht im Gegensatz zum Datenschutz ist nicht europaweit geregelt und vereinheitlicht und wird es auch so bald nicht sein. Aber die EU hat eine Digital Agenda, deren Geschichte Sie hier so ein bisschen aufgelistet sehen. Wesentlich für uns ist das Commission Proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market, die Copyright-Direktive. Achtung, Achtung, eine Direktive, keine Grundverordnung. Das heißt, greift nicht so, wie es ist, wenn es denn dann greift, sondern muss in die nationalen Gesetzgebungen übersetzt werden. Sie haben das sicher in den Medien ein bisschen mitbekommen. Also 2016 kam dieses Proposal der Kommission. Dann wurde im Mai 2018, also dieses Jahr erst, dann haben die Mitgliedstaaten tatsächlich im Rat zugestimmt, diese Direktive umzusetzen. Und auch der Rechtsausschuss hat dem EU-Parlament dann empfohlen, den Entwurf anzunehmen. Im Juli wurde das Ganze aber aufgrund von massiven Protesten doch knapp, aber doch abgelehnt und die Entscheidung vertagt. Ja, im September wurde es jetzt doch angenommen vom EU-Parlament. Es ist wohl noch nicht ganz fertig und es werden noch ein paar Kleinigkeiten verändert werden, aber im Wesentlichen steht die Direktive und sie wird wahrscheinlich zu Beginn des nächsten Jahres dann mal kommen und dann haben die Mitgliedstaaten ein Jahr Zeit, sie zu implementieren. Ich erzähle Ihnen nicht alles, was da drinnen steht. Im Wesentlichen geht es darum, Urheberrecht ein bisschen fit für das Internetzeitalter zu machen und das so halbwegs ein bisschen irgendwie schon einheitlicher innerhalb der EU. Und das ist genauso schwurbelig, wie ich es jetzt gesagt habe. Die wichtigsten Diskussionspunkte, die Sie aus den Medien und von Twitter kennen, sind das Leistungsschutzrecht. Also im Wesentlichen, was da passiert ist, in Artikel 11 wurde ein Konzept übernommen, dass es im deutschen
Urheberrecht tatsächlich schon gab und das ganz hervorragend funktioniert hat. Also da war es so, dass Presseverleger irgendwie einen Schutz genießen wollten, weil sie das ganz unsäglich fanden, dass Google einfach so Snippets von ihren Inhalten anzeigen darf und damit daraus natürlich kommerziellen Nutzen zieht, also dass man diese Vorschautexte irgendwie auf Google hat. Da haben die Presseverleger gesagt, das geht so nicht, wir brauchen Vergütung dafür, dass Google das darf. Dann hat Google gesagt, okay, passt, zeigen wir das nicht mehr an. Und die Klickzahlen gingen um ein Drittel zurück. So. Ja, dann haben alle großen Presseverlage Übereinkommen mit Google getroffen, dass Google das jetzt doch darstellen darf. Und weil es in Deutschland so eine tolle Idee war, gibt es das jetzt auch in der EU-Direktive. Also das ist eins der großen Themen und aus den Medien kennen Sie es mit dem Namen Linksteuer. Und das andere ist Ihnen unter dem Namen Uploadfilter bekannt, also nur damit Sie es wissen, es steht nicht explizit drin in Artikel 13, dass alle Plattformen Uploadfilter installieren müssen, die filtern können, ob in dem, was die Nutzenden da auf einer Plattform uploaden, Urheberrechtsverletzung begangen wird. Effektiv in der Umsetzung wird es aber anders als bei zu automatisierten Upload-Filtern nicht gehen. Warum ist das furchtbar? Das ist deswegen furchtbar, weil die Entwicklung von solchen Filtern, die dann wirklich funktionieren, sich nur große kommerzielle Plattformen wie YouTube, Facebook etc. leisten können und es quasi unmöglich wird, irgendwie eine kleine, also irgendeine Start-up-mäßige kleine neue Plattform zu starten. Das ist da das Problem. Positive Aspekte hat das Ganze auch, nämlich dass eben vorgesehen ist, dass Text- und Data Mining in den nationalen Gesetzgebungen erlaubt werden soll. Allerdings ist es so, dass das, was da vorgesehen ist, eigentlich einen Rückschritt zu dem bedeutet, was in Deutschland an Text- und Data Mining erlaubt ist, nämlich deshalb, weil dass die Arbeit mit solchen Text- und Data-gemeinten Corpora im Team nicht erlaubt ist. Also ich darf mir zwar, und ich möchte wissen, wie das in der Praxis funktionieren soll, also ein Individuum alleine in seinem Kämmerlein darf sich irgendwas meinen und verarbeiten, aber darf das nicht mit seinem Team teilen. Da hätte vielleicht mal wer nachfragen sollen, wie man Text- und Data Mining macht. Gut, was auch ein positiver Aspekt dieser Copyright-Novelle ist, dass die Präservierung von Kulturgut durch Archive und Institutionen ein bisschen vereinfacht werden soll, wobei die Zurverfügungstellung natürlich trotzdem erst nach Ablauf der Schutzfrist dann möglich sein wird, was irgendwie was klar ist. Gut, ja, wir sind durch.